Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Ich war gerade wo ganz anders im Kopf. Ich wollte gerade was ganz anderes sagen, was noch nicht mal mit Gaming zu tun hat. Also, die Göttliche, mit der wollten wir ja quatschen. Uns bleibt nicht viel Zeit, Inquisitor. Okay, die will nicht. Oh, dann bis doch. Später. Nochmal. Jetzt will sie nicht mehr. Oh nein, ich hab's verkackt. Bitte nochmal, nochmal, nochmal. Mist. Auch mit Teletubby-Strategie funktioniert das nicht. Schade. Gut, dann holen wir unsere Erinnerungen wieder. Ah! Das war laut. Hier hatten wir ja noch nichts, ne? Dann machen wir hier weiter. Die Dämonen! Lauft weiter! Das ist die Bresche in Haven. So sind wir... bin ich entkommen. Die Dämonen! Lauft weiter! Ah! Geht. Ihr wart es. Alle dachten, Andraste habe mich aus dem Nichts gesandt. Dabei war es die Göttliche. Und dann seit... dann starb sie. Ja. Dann ist diese Kreatur lediglich ein Geist. Was ihr nicht sagt. Ich bedauere, euch zu enttäuschen. Der Albtraum hat Korypheus beobachtet und durch die Angst an Macht gewonnen. Wart ihr dasselbe für die Göttliche? Ein Geist, der sie aus dem Nichts beobachtet hat, inspiriert von ihrem Glauben? Wenn das die Geschichte ist, die ihr erzählen wollt, hättet ihr es schlechter treffen können. Eines wissen wir allerdings mit Sicherheit. Die sterbliche Göttliche ist im Tempel ums Leben gekommen. Und zwar dank der Grauen Wächter. Wie ich bereits sagte, standen die Grauen Wächter, die dieses Verbrechen zu verantworten haben, unter Korypheus Kontrolle. Wir können das aber gerne weiter diskutieren, wenn wir wieder in Adamant sind. Vorausgesetzt natürlich, die Wächter und ihre Dämonenarmee haben die Inquisition nicht vernichtet, während wir fort waren. Ihr wagt es, uns zu verurteilen? Ihr habt Kirkwall ins Chaos gestürzt und den Magieraufstand losgetreten. Um unschuldige Magier zu schützen. Keine Wahnsinnigen, berauscht von Blutmagie. Aber das ignoriert ihr, weil ihr euch eine Welt ohne Wächter nicht vorstellen könnt. Selbst wenn es genau das ist, was wir brauchen. Dem stimme ich zu. Die Wächter mögen einst einem höheren Ziel gedient haben, doch nun sind sie viel zu gefährlich. Ihr könnt sie doch nicht einfach loswerden wollen. Ich meine, klar, es ist nie gut, wenn sie auftauchen, aber irgendwie sind sie doch auch Helden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein paar von ihnen sind gute Leute, aber viel zu viele der Wächter, die ich kannte, sind verrückt geworden. Ja, wir haben jetzt mal so ein bisschen gehört, wie unsere Begleiter das sehen. Das sollten wir uns auf jeden Fall ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir werden nicht jetzt darüber streiten, weil jetzt müssen wir erstmal hier raus. Diese Debatte kann warten, bis wir außer Gefahr sind. Inquisitor. Der Albtraum hat uns gefunden.
informiert euch! Ich stehe euch bei. So, die Aspekte der Angst sehen für uns ja auch aus wie Spinnen. Und das ist bei mir absolut zutreffend. Ich finde Spinnen absolut grausam und eklig. Nicht grausam, aber ich finde sie echt eklig. Und ich habe tatsächlich sehr dolle Angst vor diesen Viechern. Obwohl ich es nicht bräuchte, ich weiß. Kommt, ob sie es nun wirklich ist oder nicht. Die Göttliche ist der Schlüssel, um das Nichts zu verlassen. So, jetzt wollen wir aber erstmal hier den grauen Wächter, den Traumlord. Wächter Stroud. Wie fühlt es sich an, sein ganzes Leben den Wächtern zu verschreiben, nur um dann ihren Untergang mit ansehen zu müssen? Oder schlimmer noch, zu wissen, dass ihr derjenige seid, der für ihre Vernichtung verantwortlich war? Wenn die nächste Verderbnis kommt, werden sie euren Namen dann verfluchen? Mit dem Segen des Erbauers werden wir dieser verdammten Bestie ein Ende bereiten. So. Tarotkarten. Geben wir mal ab, beziehungsweise vernichten wir, ja? Das war da. So, was kriegen wir jetzt? Auf Stärke, endlich mal das, was wir brauchen. Geschicklichkeit kann nicht schaden und Klugheit brauchen wir tatsächlich nicht so. Konstitution ist halt noch das Attribut, was wir gerade als tankiger Zweihänder auch noch gut gebrauchen können. So, Tiefenlaura, Krallen. Da oben ist schon wieder das nächste. Willenskraft. Denkt ihr, ihr könntet mich bekämpfen? Ich bin die Verkörperung all eurer Ängste. Ich bin die verschleierte Hand von Korypheus persönlich. Diese Dämonenarmee, die ihr fürchtet, ich befehlige sie. Sie alle sind durch mich gebunden. Ah, wenn wir also euch verbannen, verbannen wir auch die Dämonen? Vielen Dank, Verkörperung all unserer Ängste. Oh. Ja, da hat er sich so ein bisschen selbst ausgetrickst, der Gute. Jetzt gibt es hier, glaube ich, zwei Wege. Einen oben, einen unten. Wir gehen erstmal unten lang und danach oben. Der Boden gehört nach unten und der Himmel nach oben. Kapier das gefälligst, du blödes Nichts. Ja, Sarah, gute Idee, dem Nichts irgendwelche Sachen anzudichten. Zu befehlen. Haben wir nur noch einen Schrecken. Und dann ist der auch weg. So, wir schauen uns hier natürlich in Ruhe um und versuchen alles mitzunehmen, was es gibt. Deswegen werden wir gleich auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen backtracken und nach oben rum lang gehen. Weil ich das sehr wichtig finde. Für alles abgrasen. Das sind ja schließlich Gebiete, die man meist kein zweites Mal betritt. Notiz in einer Flasche. Wasser des Nichts. Es ist unklar, ob das Wasser hier eine Manifestation des Nichts ist oder echtes Wasser, das durch einen der Risse möglicherweise hier in Kammwald eingedrungen ist. Da vorne ist wieder eine Angst des Träumers. Und hier nochmal ein bisschen rum. Ist da was zum Untersuchen? Der Bewahrer der Furcht. Ja, wir kriegen hier echt sau viele Ringe. So, dann schauen wir doch mal, was hier jetzt unsere Aufgabe ist. Die Skolarin, als die dunkle Brut noch jung war, als die Magister sie durch ihre Sünde gerade erst in unsere Welt gebracht hatten, war ich eine der ersten, die sich graue Wächter nannten und schworen, der Verderbnis, die unsere Welt bedrohte, ein Ende zu machen. Wir hatten gesehen, wie der Erzdämon durch die Angriffe Sterblicher starb.
nur um sich dann im Körper eines seiner Diener wieder zu erheben. Er konnte nicht sterben. Ich suchte vergebens nach einer Möglichkeit, die Bestie zu töten, um meine Welt zu retten. Ich schlief in Angst, ohne eine Lösung, und wusste nur, dass die Verderbnis, die die Magister über uns gebracht hatten, alles vernichten würde, weil ich es nicht retten konnte. Zeig mir, was getan werden muss, um den Erzdämon zu erschlagen. Zeig mir, was ich brauche, um meine Welt zu retten. Mal, da hinten ist erstmal nochmal ein Attribut, das wir uns holen können. Wieder Stärke. Und dann suchen wir gleich natürlich die Lösung. Hier war das Rätsel, ne? Gut. Gucken wir mal. Ist ein Dämon der Verzweiflung. So. Sehr schön. Schon tot. Ich habe gar nichts gemacht. Voll gut. So, das gucken wir uns gleich an. So, wir nehmen erstmal ein Fläschchen mit der dunklen, vom Blut, der dunklen Brut. Bringen das kurz zurück und dann gucken wir uns diesen Friedhof mal an. Das Fläschchen platzieren und wir kriegen plus 1 Klugheit. So, hier sind die Ängste unserer Begleiter. Blackwall hat er selbst. Cole, Verzweiflung, ist niemand. Sola ist ein einsamer Tod. Cassandra, Hilflosigkeit. Dorian, Versuchung. Sarah, nichts. Wen haben wir noch? Beric wurde wie seine Eltern. Und Vivienne, Unwichtigkeit. Ja, das kann ich mir bei ihr vorstellen. Und wen haben wir hier? Der eiserne Bulle, Wahnsinn. Verschiedene Ängste halt, ne? Komplett verschieden. So, gucken wir mal. Wir müssen noch da oben ein bisschen rumgucken. Weiß nicht, ob man von hier dort hochkommt. Versuchen wir es einfach mal. Dann ist die göttliche. Beziehungsweise... dort! Weg der göttlichen. Ja, nee, wir wollen erstmal hier lang. Mein lieber Solas. Und looten. So, und dann können wir uns hier oben nochmal umschauen. Da hinten, wir sehen schon zwei. Nein, nein, nein! Der ist zu groß! Er will unsere Angst. Verwehrt sie ihm und er ist machtlos. So, ihr zwei Hübschen. So, ich versuche ihn mal so lange zu treffen wie möglich. Ausdauer alle. Die waren ein bisschen einfacher als die anderen. Huch. Einmal plündern. Mächtige Blitzessenz. Wahrscheinlich hier auch. So, dann haben wir hier den nächsten Aspekt. Deswegen lohnt es sich auch backzutracken, weil hier ist der letzte. Das Kind, Haven, ist verbrannt. Mama weint, wenn ich nicht hinsehe. In den Bergen ist es kalt und meine Füße tun weh. Aber Mama sagt, ich soll mich nicht beklagen. Andere seien noch schlimmer dran. Sie sagt, ein Monster namens Corypheus sei nach Haven gekommen und nur der Segen des Erbauers habe uns entkommen lassen. Ich fühle mich nicht gesegnet. Die Monster kommen jede Nacht, wenn ich schlafe und Mama will nicht,
und ich will Mama nicht aufwecken, indem ich wieder weine. Ich vermisse Sir Schnaubi. Sir Schnaubi hat die Monster in meinen Träumen immer ferngehalten. Ja, dann suchen wir doch mal Sir Schnaubi. Hier sind eingravierte Worte. Wieder ein Kodex-Eintrag, glaube ich. Hier können wir auch nochmal untersuchen. Der Dumas-Tempel. Den haben wir ja schon im zweiten Teil gesehen. Da ist das Stofftier. Das bringen wir noch schnell weg. Dann gucken wir uns gleich rechts hier das nochmal an. Wir kriegen einen auf Willenskraft. So, hier ist noch ein Rätsel. Nachforschen. So. Aktivieren. Boah, ich muss mal kurz die Begleiter hier hinten hin abstellen. Das nervt nämlich, wenn sie die ganze Zeit hier davor rumlaufen. Ihr sollt bitte die Position halten. So, da haben wir das. Das war nicht richtig. Das war auch nicht richtig. Hawk und Dings kann man natürlich nicht in dem Sinne so steuern. Dann halt ganz links. So. Was nehmen wir denn? War falsch. Das können wir plündern hier. Kriegen einen ausgezeichneten Ring der Trennung und noch ein Großschwert. Das zerbrochene Fenster haben wir abgeschlossen. War auch noch eine Quest. Kleine hier. Und dann können wir, glaube ich, gleich der Göttlichen folgen, weil hier ist nichts mehr. Großartig, glaube ich. Noch ein Kristall, ja. Ring des Blitzfeuers. Ich dann gleich noch. Oh, hier ist noch was zum Plündern. Sozusagen die letzte Folge für diese Woche dann aufgenommen habe. Also für Freitag die Folge. Dann habe ich heute sehr viel aufgenommen und es reicht dann auch. Also es macht Spaß. Aber irgendwann ist die Konzentration einfach total weg, ne? Also irgendwann geht's halt nicht mehr. Ich kann dann vielleicht noch so für mich zocken, aber dann die ganze Zeit labern und zocken, nee. Stärke der Barriere, ja, wir müssen hier jetzt so lange kämpfen, bis ich glaube, die Barriere abgebaut ist, ja. So, dann nehmen wir halt die. Ups. Drin fest. Okay, die kann man gerade nicht töten. Da habt ihr noch was. Wie viel Barriere die einfach haben. So, jetzt habe ich ihn aber klein gekriegt. Den auch noch. So,
So, Barriere ist weg. Jetzt haben wir nur noch unsere Erinnerungs... Schemen wahrscheinlich. Oder einfach nur Schemen. Das kann natürlich auch sein. Erreiche den Riss, um aus dem Nichts zu entkommen. Das werden wir gleich machen. Erstmal werden wir hier aber noch looten. Denn die ganzen Essenzen hätte ich schon gerne. So, dann geht's hier weiter. Ihr müsst durch den Riss, Inquisitor. Geht hindurch und schlagt ihn mit aller Kraft hinter euch zu. Das wird die Dämonenarmee vertreiben und diese Albtraumkreatur in den hintersten Winkel des Nichts verbannen. Hier haben wir die 5 Träumer. Essenz der Perfektion. Und kann ich das kurz zeigen, was das ist? Ich weiß bloß gerade nicht mehr, wo man die findet. Essenz der Perfektion. Kann man leider gerade nicht untersuchen. Ich glaube, das ist 100% Chance auf ein Meisterstück. Ich glaube, das war's. So, wir werden hier aber... Was ist da noch? Nur ein Vorratslager. Okay. In der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.